So Leute, da sind wir beim nächsten Matchup. Ich habe wieder den Dommer dabei. Servus, grüezi und hallo. Und wir gucken uns an den guten Frederik auf Mentor Miracles gegen den Mark mit Death and Taxes. Ja, Mentor Miracles jetzt nach den Bannings ein sehr gutes Deck geworden, habe ich gehört. Oko-frei. Oko-freies Deck. Snow-freies Deck. Ja, stimmt. Man kann jetzt wieder schöne Basics zocken. Ja, ja. Tatsächlich ist das auch eine Sache, die Frederik am Montag in seinem Deck-Tag zu diesem Deck, was er hier spielt, gesagt hat. Ah. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr da auch mal reinlunzen. Jo. Ansonsten auf der Devon Texas Side, ist das der zweite Mulligan? Ich glaube, es war der zweite Mulligan. Look. Fängt ja gut an. Ja. Auf der Devon Texas Side jetzt mit dem Apprentice, Approcious, Skyclave, Operation, so ist es richtig. Ein Riesentier für das Deck. Lego Mio. Richtig gutes Teil. Ja, es ist der zweite. Es ist der zweite Mulligan für diesen Text und der erste für Miracles. Okay. Uff. Ja, ist die Frage, wer anfängt. Ne? Fängt mit. Na, das fängt auch noch an. Okay. Mutti, okay. Ist jetzt in dem Matchup nicht so die wichtigste Karte oder die beste Karte. Du schützt halt auch nicht vor Terminus, ne? Nö, aber am Anfang kann man sie noch schwertern, weil man ansonsten den ersten paar Draws nicht viel macht. Mhm. Okay, da kommt noch was. Mhm. Ja, Mishra's Bubble. Stimmt. Jetzt mit den Mentoren natürlich eine sehr gute Karte und auch wieder mit Predict tatsächlich sehr, sehr witzig. Mhm. Weil man einfach nachgucken kann, was der da oben drauf liegen hat. Ja, ziehst halt einfach mal zwei Karten. Drei. Ja, drei Karten. Und milzt die Karte vom Gegner. Ja, da haben wir noch eine Mutti und eine Erdefiole. Die hätte man überlegen können, aber die Erdefiole einfach nur droppt und wartet, um die Mutti reinzubringen. Aber jetzt ist die Mutti auch aktiv. Die Frage, wenn du sagst, die ist eh nicht so relevant und so, baitet die im Zwölfsfall noch einen Counter-Spell. Ein Sword, genau. Hier gibt man jetzt einfach Hauen mit der Mutti. Hier gibt man einfach Hauen mit der Mutti. Das ist halt schon, das ist der Disrespect. Ja, da ist halt, da siehst du schon, dass da irgendwas im Matchup komisch ist. Ja, ja. Normalerweise boardet man die auch raus. Auf der anderen Seite. Bubble wurde noch nicht gecrackt. Nee. Huh. Entweder versucht man, wenn man sie früh spielt, eben damit einen Predict rauszubekommen. Ah. Aus dem Rishan-Port. Da kommt Predict, Rishan-Port. Yep. Das zieht halt jetzt einen Arsch voll Karten. Ne? Ja, dann Upkeep, Draw. Ja, Draw von der Draw Bubble. Face, Draw. Genau. Also einfach mal in der Upkeep vier Karten gezogen. Genau, vier Karten gezogen gegen einen Mulligan, gegen den doppelten Mulligan. Das ist schon fair. Das ist gut. Das ist gut, habe ich gehört. Ja, vor allen Dingen mit dem Mentos sind die Bubbles halt doppelt gut. Genau, aber man kann sie später auch einfach droppen, um damit einfach freenen. Da wird ein Land gezogen. Ja. Freenen Mentor zu generieren, Turn 3, was ganz nett ist. Aber Mentoren scheint er aktuell keine zu haben, sonst hätte er die wahrscheinlich. Ja, oder es fehlte halt gerade das Land, weil das ist das Land, was er oben in seinem Ponder gesehen hat. Ja. Da kommt schon wieder ein Sword und eine Bubble liegt auch schon wieder. Ja. Ja, wobei, wenn er einen Mentor auf der Hand hatte, wird er wahrscheinlich die Bubble nicht droppen. Genau, genau deshalb. Okay, auf der Hand. Ich sehe es aktuell gerade nur glitzern. Ja, es ist halt eklig, ne? Nee, ist voll toll, aber ich habe die Lichteinstellung ein bisschen verkackt, weshalb verkackt. Das Licht rechts ein wenig zu dunkel ist. Ja, Ponder. In dem Gritter noch war es ein Swords to Plowshares. Da ist ein Mentor. Da ist ein Mentor, sehr schön. Ansonsten hat das Deck ja auch gefühlt nicht mehr viel. Mentor, Snapcaster, Trace. Ja, ist halt der gute alte Miracle Speeddown. Genau, ne? Genau. Tatsächlich aber nur mit zwei Termini und einem, oder Terminusse? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was es ist. Ich gehe mal davon aus von Terminussen. Immer Terminusse, ja. Connecting the Brainstorm. Da hatte jemand Angst vor dem Spirit of the Labyrinth. Oder Talia. Oder Talia. Obwohl, das Mana hatte ja. Ja, das war irrelevant. Aber ich denke tatsächlich, dass hier ganz hart der Spirit of Labyrinth getargetet wird. Ja, ansonsten, da ist die Stormwatch. Ja, die kommt auch rein. Ja. Nee, ansonsten hat das Deck ja auch tatsächlich, glaube ich, noch einen Supreme Verdict, weil eben der ein bisschen besser ist gegen die Delver Matchups. Gerade mit den ganzen Counter-Sachen kommt ein Terminus selten durch. Das halt schon. Okay, da war eine Ebene in der Bubble. In der Upkeep and Draw beim Mentorspieler. Ja. Das ist jetzt halt echt eine Handkartenschlacht, ne? Ja, geht so. Also das verliert Texas auf jeden Fall, diese Handkartenschlacht.
Jetzt ist die Frage, was hat Miracles für die Bubbles alles rausgeschmissen? Preordains? Okus? Stimmt! Aber ja, der kannte die eh aus. Und Astrolab. Astrolabs. Die spielen jetzt im Endeffekt die Astrolab. Ja. Null Mana Astrolab. Ja, null Mana Draw Card. Das, was Astrolab vorher auch hatte, nur dass du halt noch für einen Mana waschen konntest. Ja, ist halt eigentlich besser, ne? Eigentlich. Ja. Deshalb, also hier auch tatsächlich gar nicht so eine krasse Veränderung, weil es eben zurückgegangen ist auf die Mentalist. Ja, es hat halt grün rausgeschmissen. Ja, komplett. Minimalen Rotsplash spielt man noch für Pyroblasts, weil ja, ansonsten verliert man einfach das Mirror. Das, ja. Also das Control Mirror ist ohne Pyroblasts einfach unendlich schlecht. Ja. Better Skull reingeschmissen. Puh, ist halt die Frage, ob jetzt ein Terminus oben drauf liegt, ne? Brainstorm gehe ich immer davon aus. Also ich würde davon ausgehen. Ja, kannst du eigentlich safe sagen. Ja, hier geht man schwingen. Oha, nicht. Miracles dann auf 14? Müsste auf 14 sein, ja. So. Leider hatte Freddy an dem Tag die Angewohnheit, alles... Oh, oder man macht es so. Ja. Gerade die Lebenspunkte immer wieder aus dem Bildschirm zu drücken. Ja, ja, der Gute. Ja, jetzt hat man zumindest mal den Token wegbekommen. Da kommt aber auch nicht viel vom Devin Texas Spieler. Nee, ich sehe einen Caracas, ich sehe Skyclave Operation, die natürlich sehr gut ist gegen den Mentor. Ja, die ist natürlich Premium gegen den. Die liegt auch auf 3. Das heißt jetzt gleich, wenn irgendwas gespielt wird oder ein Trigger angesagt wird, kann man die auch reinflashen. Ja. Ja, würde ich so fast sagen, passiert, ne? Ja. Das ist selten, dass da jetzt noch was kommt. Man hätte noch ein, zwei Spells spielen können, um vielleicht noch mehr Token zu generieren. Ja, ist die Frage, ob man da muss. Ich glaube nicht. So, auf dem Skullcraft Operation steht Leaves the Battlefield, ne? Yes. Stimmt, das, sonst wird der Trick mit dem Esparweil ja nicht funktionieren, stimmt. Genau. Ja, das sind drei. Puh. Ja, jetzt hast du halt einen Monk-Token, ne? Da war ein Predict auf jeden Fall mit dabei. Predict ist hier halt echt eine sehr coole Adaption. Ja, das wo man, generiert halt einfach Handkarten. Ja, wo man halt tatsächlich aber auch diskutieren könnte, ob man Arcane Knowledge spielt oder halt die neue Version von Arcane Knowledge, diese belastende Wissen bewandt. Ich weiß nicht, wie sie heißt. 10 Leben von Mentor Miracles. Und da ist halt tatsächlich die Frage, ob man die nicht vielleicht spielen könnte. Snowcard-Ebene. Aber ich glaube, das Predict macht gerade mit den Bubbles zu viel. Ja, das ist halt eine Interaktion untereinander, die gut ist. Predict ist an sich schon ganz gut, auch wenn man selber bei sich was wegschmeißen will. Mhm. Einfach, weil man es muss. Und da ist halt dann... das ist schon echt spicy. Neuer Mentor ist nicht schlecht. Und da ist dann halt auch immer die Frage bei den Predicts, die rauszuschmeißen, wenn man sie selber noch abusen kann. Ach du Kacke. Mehr Skyclave Operations. Ja, auf den ETB kann man ja zum Glück noch reagieren. Ja, Snappy Swords den anderen. Ja, kriegt man zumindest einen 3-3er und noch einen Token. Ja. Keine Tokens vor von Tokens for Empty. Nee, beides nicht. Weder die Son Gokus, die da liegen, noch der Original-Token Illusion. Gibt es die Monk-Token von denen? Weiß ja, natürlich. Ja? Aber ich habe sie nicht. Dun, dun, dun. Da fliegt Swords auf den 3-3er. Token. Ja. Ja, okay, der Snappy ist halt auch nur eine Wurst, ne? Der macht halt nicht viel. Oh, da ist ein Force. Da ist ein Force. 9 Leben. Hm. Das ist ein Land und ich habe nicht gesehen, was noch ist. Das Land war ja bekannt. Es ist die Frage, was noch auf der Hand ist. Jupp, das Ballbeat. Jupp, die Jungen. Boah, will man die totblocken? Man würde hier alles verlieren. Ja. Bis auf einen Monk-Token. Ja, ist halt die Frage, ob das so lohnt, ne? Nee, ich glaube nicht. So. Stapeln sich die Lebenspunkte im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hätte da, glaube ich, eher den Snappy reingehalten. Jetzt so. Ja. Da ist noch ein Schwarz und ein Schnäppi.
und ein das UR-Land, die Volcanic. Die Volcanic und ein Force, ja. So, jetzt hat man das Swords schön auf die Skull. Ja. Es gibt halt wieder 6 Leben, das ist halt echt Alter. Eine Menge Leben. Das mittlerweile stapelt sich dann auch einfach nur auf den Würfel. Ja. Dann gibt es noch einen 3-3er. Ja. Dann schwingt man für 3, 6, 8. Ja. Dann kann man auch einfach nicht. Ja, okay, End of Turn kann man die Better Skull dann bouncen, ist auch ganz gut. Mhm. Genau, ich würde sagen, es ist nur ein Token. Ja, ja, es ist dann kann man hier nur ein Close Count. 8 gehen. Jo, wieder 8. Dann jetzt kommt man halt so langsam wieder in die Richtung, dass man Bounce agieren kann. Ja. Schüch. Ja, Better Skull spielen. Better Skull spielen. Man zieht halt hier nur Länder. Ich habe jetzt, glaube ich, ja, jetzt letzten 3 Runden beim Deathmatch-Spieler nur Länder gesehen. Ja, jetzt kommt aber halt, die einzige Threat ist jetzt auch weg. Ja. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Jetzt kommt halt langsam die Clock ans Laufen. Genau. Man hat für den Snappy auf der Hand aber auch nichts wirklich Gutes mehr im Friedhof, ne? Nee. Man hätte ja auch argumentieren können, dass man die Better Skull liegen lässt zum Beispiel. Und dann einfach guckt, was man macht. Ich glaube halt nicht, dass man den Snappy noch zusätzlich spielen möchte. Nee, glaube ich auch nicht. Das Deckspiel hat keine Counterspells mehr, also als Actual Counterspells, was ich finde, was ein bisschen fehlt. Ja, ist halt schade, so ein 2-Mana-Hard-Counter ist halt immer ganz gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber irgendwo musst du den ganzen Platz für die ganzen komischen Karten, ja. Ja, irgendwo muss er Platz her. Selbst wenn Oko und Astrolab fliegen, waren halt immer noch ein paar Karten zu viel. Yep. Natalia. Ah, ja. Mit einer Jitte, ja, der hat aber einen Snappy und Sword auf der Hand, ne? Yes, Sir. Aber kann man, ja, okay, man, stimmt, man kann sich nicht erlauben hier. Das hätte man jetzt anders spielen können. Ja, ist aber irrelevant tatsächlich. Man versucht lieber jetzt noch, dass man nicht. Ja. Weil der Gegner hätte dann immer noch bouncen können, hätte das machen können. Aber so ist man halt relativ safe, ohne dass man den Snapcaster wirklich benutzen muss. Ja, hat man halt immer noch das Backup und der eine Schaden wäre jetzt egal gewesen. Also die 2 Schaden waren egal. Ich denke auch. Das waren ja mal mindestens 8. Richtig. Ja, 1-0, Mentor Miracles. Vom Boarding her. Für Texas weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es ist ein bisschen Movel rein. Natürlich Cataclysm. Cataclysm sind richtig wichtig da drin. Ja. Als Mentorspieler im Normalfall die Force of Will, aber wir wissen ja, dass Frederik da sehr konservativ ist und die Force of Will behalten möchte. Die Frage, ob der überhaupt was boardet. Vielleicht noch, ja klar, Artifact Removal noch reinschmeißen. Ja, Artifact Removal ist vielleicht nicht schlecht. Und das war's. Also Disenchant und. Ja. Er spielt ja kein Disenchant, das ist ja Dead and Gone. Nee, nicht Dead and Gone, Wear and Tear. So Wear and Tear, genau, die CMC3-Variante. Genau, weil er ja auch immer noch Counterbell spielt. Ach, stimmt, ja, dann brauchen wir aber am besten auch noch CMC3, das stimmt. Ja, da haben wir eine Adder. Ich meine, der Mentor hat ja eine Menge CMC3, aber es ist immer noch besser, was zu haben, was nicht. Ja, ja, Turn 3 Adder-Viole, die beste Adder-Viole. Da passiert jetzt gerade generell nicht so wirklich viel, ne? Nee. Jo, go. Da ist ein Flagstone. Flagstone sagt halt, dass das Deck halt wirklich Cataclysm auch spielt. Ja. Ja, macht mit Cataclysm halt mal mindestens ein Land gut. Das ist halt schon echt nice. Genau, man geht halt hin und startet halt mit 2 Ländern. Das ist halt ziemlich gut. Double Fetch. Das ist jetzt interessant. Wow. Okay, da geht all the basics in the world. Ja, okay, fliegt die Earth Violence Nimbus. Ja. Jetzt ich ist denke, die Frage, da wird ein Tear kommen. Back to Basics reingeboardet. Back to Basics spielt das Deck aktuell, glaube ich, sogar Mainboard. Ja, okay. Wenn jetzt wieder so viel Duels rumlaufen, kann man das mal machen. Ja. Nee, war gerade die Frage, weil Death in Texas zwar relativ viele Basics hat, aber doch immer noch genug Non-Basics, dass es sich eigentlich lohnt. Es ist okay. Also je nachdem, welche Hälfte des Decks gezogen wird, natürlich. Mhm. Jetzt zum Beispiel werden es halt 2 Länder beim Gegner, die flöten gingen. Ja. Das ist halt nicht so schlecht. Klammern Recruiter. Hm.
Der ist ziemlich gut, weil der findet Flickerwisp. Hui. Und Flickerwisp Recruiter Chain macht, zwingt die Gegner halt was zu tun. Ja, okay, aber eigentlich schon. Da ist halt immer die Frage, forst man oder countert man den Recruiter oder das, was gesucht wird? Meistens das, was gesucht wird. Ja, gerade wenn man für das andere, für den Recruiter Eddie ein Removal hat, dann hat man zwei Karten mit einer erwischt. Genau. Beziehungsweise zwei Karten mit zwei. Ja, das ist halt nicht so schlecht. Jop. Ja, bis jetzt ein sehr konservatives Spiel, ne? Ja, aber das ist tatsächlich ein Game 2 normal, weil Game 2 Death in Texas wesentlich mehr in Richtung Control Deck geht. Hm. Ja, logisch. Dass da nicht so viel drumherum passiert. Ja. Gerade mit dem Kataklysm. Ja, genau, das ist halt genau der Punkt. Wenn man hier Kataklysm hat, dann zündet man das. Ja, hier. Da kommt Kataklysm. Jo, jetzt kommt die große Preisfrage. Kann Mentor Miracles das counter? Oder will man jetzt gerade einfach probieren, die Kreatur liegen zu haben? Oder auch nicht? Weil wenn man die Kreatur liegen hat, ist man ja auch schon vorne. Ja, aber es ist ja nur ein Snapcaster, wenn es jetzt ein Mentor wäre. Ja, aber der hat kein Flash. Zum Glück. Ja, das wäre ein bisschen... Ich hoffe, dass Wizards hier nicht zuhört. Du gibst ihnen gerade Fire-Design-Ideen. Ja, also ich hätte gern so einen Young Pyromancer in Blau-Rot mit Flash. Und Draw a Card. Ja, natürlich Draw a Card, damit er innerhalb von einem halben Jahr dann wieder gebannt ist. Oh, da kommt ja. Das Force. Da war ein Force, da war ein Ding. Forst man hier auch und... Ja, ansonsten wird man zu weit zurückgeworfen, allein schon durch den Flagstone. Ich meine, Death in Texas settet ja auch die Hand dementsprechend ab, dass das... dann halt mit zwei Mana was machen kann, das ist halt schon ganz gut. Ja. Da kommt die Mutti. Uff. Ja, nur so eine Mutti macht halt auch nicht so viel. Das ist, glaube ich, auch die letzte, die noch drin ist. Oh, slammt er den Jace. Wie gesagt, glaube ich, auch die letzte, die drin ist. Ja, da sind schon ein paar gegangen. Nee, nach dem Board ist es One-Off, was drin ist. Ach so. Ja, okay, die bringt halt eh nichts, stimmt. Ja. Sie ist absolut, also nicht absolut nutzlos, aber sie ist situativ meistens kacke. Ach, die ist halt höchstens für den Angriff, damit du mit dem Angriff durchkommst, mal ja. Gut oder mal irgendwas wegblocken kannst, aber für den Removal. Selten. Selten. Sehr selten. Das sind halt die Swords, ne? Der Rest ist Mars Removal. Ja. Oder halt Jace Bounce. Gefährlich. Mhm. Ja, dreimal. Brainstormed und Skyclave Operation. Gute Karte. Ja, spekuliert man da jetzt einfach drauf, einen 4-4er zu bekommen? Kann man. Ja, aber jetzt ist die Mutti halt online, ne? Mhm. Wobei jetzt so ein Supreme Verdict. Ist halt auch nicht so schlecht. Oder ein Teferi. Okay. Bounce den Skyclave und der reagiert nicht mit der Mutti. Nee. Aha. Das ist interessant. Ja, okay, mit dem Skyclave bekommt man den Teferi automatisch los. Ja, genau, man kann den Skyclave halt wieder spielen. Mhm. Oder Flickerwisp auf den Token, ja. Auch ziemlich. Ein Spirit of the Labyrinth. Jetzt darf halt kein Mars Removal kommen. Nee, jetzt darf da nichts kommen. Sonst ist man mit Death in Texas ziemlich weit hin. Für Rot noch sowas wie jede Kreatur kriegt zwei Schaden rein. Gibt es, habe ich auch schon gesehen, aber ich glaube, spielt Freddy nicht drin. Da greift die Flickerwisp den Dingern. Ja. Ja, das stimmt. Instant Speed. Ja, Instant Speed bei Teferi. Ziemlich gut. Ist fast so gut wie End of Turn Green Sun Synod. Oder ja, Natural fast. Order. Ja, da kommt jetzt ein Skyclave. Hm. Hat man dafür eine Antwort? Will man dafür eine Antwort haben? Ich glaube, man braucht dafür selten eine Antwort. Ja. Es ist ja nur in Anführungsstrichen eine Teferi. Ja, und nur ein 2-2 Buddy von da. Genau. Hätte man auch Bonder in Response spielen können, weil man es kann, aber... Wenn man eins hat, ja. Wenn man eins hat, klar. Oh, der fetcht da so konservativ auf die Basics. Puff. Ja, auf der anderen Seite, wenn man auf der anderen Seite gucken, ist tatsächlich so, dass der Next hier auch fast nur die Basics benutzt. Ja, jetzt müsste Freddy auf 13 sein. Ja. Wear and tear. Jupp, da geht die nächste Älterwahl. Und Swords. Ja. Kriegt man da mal einen 3-3er-Token.
Ja, auch nicht schlecht. Schön End of Turn. Das heißt, egal, der Token kann jetzt angreifen und kann halt jetzt mal ein bisschen was zurückgeben. Ja, und der Death and Taxes Spieler hat nur noch zwei Handkarten. Mentor wird wahrscheinlich die Hand voll haben. Ja, geht tatsächlich, glaube ich. Uff, Hardcast Beast Girl. Hat Wear and Tear ja schon weggeschmissen, aber Snappy ist ja auch noch im Deck. Drei oder vier? Drei Snappies müssen es sein. Drei. Ach, selten, dass man ein Playset Snappies in einem Deck sieht, ne? Ja. Der vierte ist auch meistens ziemlich kacke. Wenn dann. Oh, hat. Hier mit Snap und Meditate. Hightide. Hightide die viermal drin? Ja. Ja, brauchen sie auch. Aber da wäre jetzt auch das ein Deck, was mir einfällt. All the lands you can get. Jetzt muss man halt als Taxi-Spieler nicht mehr so viel machen. Nee, aber da kommt jetzt halt der Snappy auf Wear and Tear, ne? Auf Brainstorm? Ja, kann halt gebounced werden. Aha. Wie bei das Skull. Stimmt, ja. Habe ich gerade nicht, didn't see that coming. Ja. Da ist aber eine Engineered Explosives. Sehe ich das? Predict sich selber. Ja, predict sich selber. Zieh zwei Karten. Ach, zwei Länder, glaube ich. Hui, hui, hui. Jetzt wird es langsam eng im Höschen. Ja, es sind auch viele Länder. Ja, die Leben beim Death and Taxes Spieler sind ja eigentlich irrelevant, ne? Genau. Also man versucht in diesem Matchup einfach, also als Mentor Miracle Spieler, einfach nur hinzugehen und den Death and Taxes Spieler in das Grind Game zu schieben. Ja. Weil man besser grindet. Der Death and Taxes Spieler hingegen versucht natürlich seinen Texas Gameplan aufzuziehen. Dafür ist die Aether-Fiole immer noch richtig wichtig. Auch ja. Turn 20, Turn 30. Und deshalb ist es hier sehr, sehr cool zu sehen, wie Frederik auch wirklich immer und immer wieder auf die Aether-Fiole geht. Auch wenn die Turn 20 noch kommt. Ja, weil das Game halt so lange dauert, ne? Ja, genau, weil sie dann halt wieder gut wird. Weil dann hat sie den Tempo nicht vernachteiligt. Benachteiligt, so. Jetzt wird nochmal gefetcht. Ja, einfach hochgehen lassen. Jo, die Dings hochgehen lassen. Man hat die Token. Der Death and Taxes Spieler kann End of Turn bouncen. Mhm. Man kann eh nicht drauf reagieren. Ist halt ein sehr, sehr langwieriges Spiel, ne? Okay, kein Force of Will. Nee, vielleicht ein Snappy auf der Hand. Ich muss mal überlegen, wie viel er schon durchgecycelt hat. Oder, zwei. Oder vielleicht noch ein Wear and Tear. Jetzt wäre halt der Spot, um Wear and Tear zu zünden. Ja. Oder irgendwas anderes, um die B-Scar loszukriegen. Back to Basics ist jetzt natürlich für den Death and Taxes Spieler ekelhaft. Ich gehe mal davon aus, da. Hier hätte man ein Argument dafür finden können, nicht die Stormwatch zu spielen. Ja, weil man bouncen will. Ja, also erst angreifen und dann die Stormwatch spielen. Ja. Das wäre, glaube ich, auch der bessere Play gewesen. Ja, glaube ich auch, damit man die Option hat, den noch zu bouncen. Genau. Puff. Ansonsten kann man hier als Mentor-Spieler halt nur noch auf den Boardwipe hoffen. Oh, der Top-Deck, der war gut. Ja, das war auch wichtig tatsächlich. Ja. Jetzt kriegt der die Better Skull zwar noch gebounced, aber nicht mehr ausgespielt, solange er keine zweite Stoneforge hat. Das war schon echt. Das war wichtig. Das war richtig wie. Talia. Eieieiei. Mit einem Karakas. Backup, yep. Das ist echt nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Oh, jetzt kommt auch noch Teferi. Ja, schick's auf der Hand zurück, zieh eine Karte. Ne? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Gerade wenn man jetzt halt auch hingehen. Oh, okay. Fünfte Land, ist auch nicht schlecht. Aber da kommt Talia. Oh, Jette. Und dann Talia. Und dann Talia, ja. Damit man immer noch Mana bezahlt, nicht? Man hat immer noch das Karakas offen. Ja. Um 11 Leben. Oh, jetzt natürlich, wenn Jitte connectet, wird's eklig. Ja, dann wird's richtig eklig. Aber auf der anderen Seite sieht das schon ganz gut aus, dass man sich als Miracle-Spieler schon gut eingegraben hat. Ja, da ist jetzt halt die Frage, kann man auf. Ist da Mystic Sanctuary drin? Ja, eins.
Da hätte man drauf fetchen können jetzt, ne? Ja, hätte man, aber da hätte man nur 1 für 1 getradet und man hätte dann auch mit der Carcass können. Ja, oder man macht sowas, ne? Ja. Ja, jetzt kommt natürlich die Planeswalker-Power raus, man hat immer noch das Mystic Sanctuary offen. Ja. Mit der Mishra's Bubble kann man die sogar in der Upkeep zünden. Ja. Consul's Judgment, ja, der muss der Jace gehen. Ja, der geht auch hier. Der geht da safe. So, dann kommt Talia. Die Talia. Ach, wie oft ist jetzt gecast worden? Das dritte Mal? Vierte Mal? Dritte Mal. Das ist schon... Ja, der Teferi geplust. Ist halt auch alles nicht so schlecht. Nee, vor allem, weil Sorceries casten halt in dem Deck relevant sein kann. Ja. Ich habe tatsächlich auch schon gegen einen gespielt, der einfach 6 Mana Hardcast Terminus reingeprügelt hat. Oh, ho, ho. Aber ja, okay, instant war das schon ziemlich worth it. Ja, bei dem Mana geht das halt. Ja, jetzt kommt das. Es ist halt die Frage, will man die, man muss die, die Talia schon bouncen. Das kostet aber 3. Oh, ey, Wear and Tear obendrauf. Uiuiui. Gut, Jette weg. Oder Biskal weg. Ja. Die hatte Fuse, ne? Ja. Das heißt, man konnte... Eine Verzauberung und einen Artefakt stellen. Hm. Und oder. Aha, da wird nochmal drauf hingewiesen. Immer wieder. Ja. Eben, uff, auch kein guter Draw. Und noch ein richtig schlechter Draw oben drauf. Ja. Bubble hingelegt. Die kosten Mana. Poh. Ja, okay, wenn man da jetzt halt irgendwas equippen will. Ja, ich denke aber hier kann man, also es ist egal, was man equippt, es wird zerstört. Ich glaube, hier an dieser Stelle kann man die Jette einfach nur equippen. Ja. Okay, das ist ein bisschen greedy. Das ist ein bisschen sehr greedy, weil wenn jetzt ein Removal ist auf der Hand, ist, fliegt halt die Talia ins Off. Auf der anderen Seite, so connected mindestens eins der Ausrüstung. Das stimmt. Und die sind beide nicht so geil für den... Ponder. Für den... Miracles-Spieler, jetzt ist halt die Frage, findet er ein anderes Removal, das ist ein Snappy. Snapcaster, Swords. Ja, das ist nämlich das Problem dann. Snapcaster findet Sword, Sword tötet Talia, jetzt ist nämlich komplett outtapped, dann ist nämlich das Wear and Tear schon egal. Ja. Und das funktioniert sogar ohne das Mystic Sanctuary zu tappen. Die kostet trotzdem 2 Mana. Dann geht die Talia, man hat mit einem Snappy auf dem Board connected, den kann man auch noch bouncen, damit man den ganzen Shenanigans nochmal machen kann. Boah, wie viele Leben der Texas-Spieler hat. Ja. 4, 8, 12, 18, oh, 23, 43 Leben. Super. Ja, und es ist super irrelevant. Ja, im Zweifelsfall verliert man halt durch Deckout. Ne? Genau, das ist genau dasselbe, was ich interessant finde als Mentor Miracle-Spieler in diesem Matchup. Leben sind dir egal, solange sie über 1 sind. Ja. Du kannst auch locker mal 2-3 Hits von Kreaturen nehmen, damit du danach das Board wipen kannst, also das Board zerstören kannst, um einfach mehr Value rauszubekommen aus deinen zerstörten Karten. Uff, noch alle mehr. Alle drei Ausrüstungen, nice. Alle drei Ohne Talia. Ja, die bleibt nicht lang. Aber es ist nur noch Wear and Tear und Insel auf der Hand, also. Das ist nicht viel. Ja. Ja, jetzt muss man halt schon überlegen. Na, das ist noch ein Brainstorm. Brainstorm-Insel. Ja. Da würde ich schon fast für das Force Brainstorm. Das ist die letzte Handkarte. Ah, stimmt, das Sanctuary enttappt ja nicht mehr. Ja, bounce den Snappy, spiel den Snappy. Und swarde die Talia. Ja, ja, jetzt kann man halt wieder mit dem Snappy echt alles einfach beantworten. Ja. Jetzt, wo man seinen Friedhof nicht mehr die ganze Zeit ausgräbt für Uro-Geschisse. Hat er eine Karte gezogen für den... Ja, den hat er eine Karte gezogen für den Snappy-Bounce? Das weiß ich nicht. Da ist ein Mentor oben drauf und ein Force of Will und ein Ponder, glaube ich. Ponder. Ja. Das ist ziemlich gut, die wir alle haben.
Ja, die will man alle haben, aber ich würde, glaube ich, den Force... Den Force nach ganz oben legen, ja. Dann den Mentor, dann den Ponder. Ist auch genauso zurückgelegt worden. Hier ist die Frage, ob man hier nicht auch schon die Bubble Crack gleich? Ja, um zwei Sachen zu ziehen. Genau. Ne? Damit man alle diese Karten hat. Weil man will hier ja alle. Oh. Was kommt denn da für drei? Oder wird er einfach nur gebounced? Ja, da wird einfach nur die Better Skull auf die Hand zurückgenommen. Past Turn. Und das ist auch okay. Ja. Ja, das ist halt. Man könnte die Reaktion zerstören, aber man lässt die einfach so auf die Hand gehen und der Gegner dann nochmal 5 Mana bezahlt, um das Ganze zu machen. Ja, weil man kann die dann immer noch zerstören. Ja, genau. Auf den Equip haut man die einfach um. Genau. Fertig. Ja, der Mentor, Snappy macht halt so Kleinkram. Ja, ja. Pok dich für 2, pok dich für 2. Brainstorm, der hatte den Mentor nicht auf der Hand, stimmt. Der Bubble ist ja nicht gecrackt worden. Nee. Das ist halt die Frage, ob man die offen lassen will für, naja, für einen Terminus. Nee. Nee, ich denke schon, dass du hier für den Mentor gehst. Ja, sicher, du hast Wear and Tear noch offen. Für nächste Runde. Da kommt ein Ponder, jetzt hast du Wear and Tear immer noch offen. Hat das Ponder zurückgenommen, ne? Hier wandert wieder alles nach oben zum oberen Bildrand. Ja. Und die Kamera wird gehittet. Boing. Heieiei, da passieren viele Dinge. Da kommt der Equip, auf den sollte reagiert werden. Ich glaube, hier will man halt einfach den Removal baiten. Da wird gepondert. Nee, gebrainstormt. Gebrainstormt, aha. Ja, dann knallt man halt ein Grand Hair raus, ne? Auf yes. Den. Och, das ist halt jetzt schon echt eklig. Jetzt knackt man auf ihn. Uff, Elder Sworn. Man hätte ja auch als Texas-Spieler sehr konservativ spielen können, die 3 Mana offen lassen können. Einfach nur damit bieten gehen können und so weiter und so fort. Ja, man muss den halt irgendwie auf die Hand zurückbekommen. Das Problem ist, das ist so. Das man dauert will ewig. Halt, genau, man will halt nicht in dieses, wir machen jetzt noch 20 Runden weiter Spiel gehen. Ja. Man will entweder connecten oder halt schieben. Ja. Da gehen die Token aus. Da gehen die Token aus. Nee, nee doch nicht. So, da liegen jetzt schon wie viel Power auf dem Board? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Hui. Ja, da ist halt auch die Sweetness am Mentor. Du kriegst halt schnell das Spiel beendet. Wenn ja, du wobei hier, wenn man jetzt hier End of Turn Engel gemacht hätte, wäre halt schon rum. Ja, mit den ganzen... Ja, wobei, du musst ja die ganze Zeit dein Mana abusen. Das ist schon schwieriger. Das ist halt die Frage, was eher funktioniert. Ich glaube, das hält sich aktuell sogar die Waage. Das könnte ich sein. Weil du benutzt die ganze Zeit dein Mana, du musst die ganze Zeit Removal casten und der Mentor funktioniert einfach damit. Einmal für 12. Jo, da bleiben halt immer noch genug Leben übrig. Ne? Haben wir noch 30. Super. Das macht Spaß. Da wird ein Port enttappt. Der Port sollte nicht enttappt werden. War aber irrelevant. Ah, will es aber nicht sein. Wer weiß. Weil, auch wenn man es jetzt nicht mehr in diesem Video sieht... Wie oft schmeißt Freddy denn Karten runter, ey? Ja, das ist, ich habe den Witz da an dieser Stelle gemacht, dass ich ganz gerne einen Card-Counter einsetzen würde, um zu gucken, wie oft Freddy Karten runterfallen. Es ist schwierig, nach all der Zeit, wenn man keine Karten in der Hand hatte, wieder Karten in die Hand zu nehmen, den effektiv zu spielen. Das stimmt allerdings. Vor allem ist es auch schwierig zu schauen, dass man nicht zu weit nach oben aus dem Ding rausgeht, weil man jetzt schon wieder alles nach oben drückt. Ich glaube, wir machen für Freddy immer mehr einfach mit der Schraubzwinge so zwei Balken links und rechts auf dem Ja, was ich tatsächlich fest. Ganz gerne hätte, wäre nochmal eine doppelte Spielmatte mit Field Zones. Mhm. Aber die müsste ich designen lassen und das kann ich mir aktuell noch nicht leisten. Das noch nicht. Ist generell immer ein noch bisschen nicht. Teurer. Ne? Da kommen 12, nee, 8, 10, 13. Ja. Ja, jetzt funktioniert es so langsam, ne? Ja. Stormforge macht halt nicht mehr so viel. Okay, Contain Priest. Contain Priest, einfach nur mehr Beat zu haben. Den boardet man rein. Stimmt.
Der ist gegen Val gar nicht mal so schlecht, habe ich gehört. Ja. So, jetzt kann man Teferi Bounce, den Snappy, wenn man noch Swords im Friedhof hat. Was ja mittlerweile nicht mehr so wirklich. Man könnte auch schon, ob man die Kreatur bounced. Ah, die Kreatur kann man nicht bouncen. Der hat den Draw vergessen. Yes. Hat er. Oder holt er den nach? Bisher hat er vergessen. Der hat ihn vergessen. Ja, vergessen. Ja, okay, in so einem langen Spiel kann man auch mal ein bisschen Übersicht verlieren. Ja, natürlich, wie gesagt. Gerade wenn man mit so einem riesen Board spielt, was man ja als Miracle-Spieler auch nicht unbedingt gewohnt ist. So, das sind jetzt 10, 11, 10, 14, 17 Schaden. Ja, okay, jetzt hat man doch nur noch 7 Leben. Da kommt ein Skyclave. Da kommt ein Hardcast vor so viel. Ja, und dann kann man das spielen. War es. Ja, da war der 2-0 für Mentor Miracles. Da war der Draw auch nicht mehr wichtig. Nee, richtig schön runtergespielt, auch sehr kontrolliert runtergespielt. Ja. Fand ich gut. Erste Match war ein bisschen traurig für Death in Texas, weil viele Länder gezogen. Ja. Das zweite Matchup ist dann halt immer hart. Ja. Deshalb, also, das war ganz cool und das Matchup ist ja auch schon urig alt, sag ich mal. Ja. Deshalb freue ich mich drauf, das nochmal zu präsentieren zu können. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Backseat. Ciao, ciao.